Willkommen Leute, euer Gonzo hier mit der Master Duel SP Deck Challenge und ich spiele hier mit meinen Anime Decks oder Anime angelehnten Decks gegen andere Anime Decks, die in Master Duel versteckt sind und hier haben wir Mai Valentine mit ihren Harpien Karten. Ich gehe mit dem Sci-Fi Galaxie Augen Deck rein, mal gucken, ob wir dagegen eine Chance haben. Ich gehe davon aus, dass die sehr, sehr stark auf Backrow Zerstörung gehen. Ich gehe als Zweiter, weil das ist mein einziger Vorteil, den ich rausholen kann. Das Galaxie-Augendeck ist ja nicht mal ein Fun-Deck. Aber schon gute Karten auf der Hand, gute Karten. Zwei Phantome direkt. Zwei Photonen. Oh, hart, hart. Oh nein! Zweimal? Okay, direkt erstmal die Harpien am Start. Ganz viele Harpien. So, Licht der Galaxiekönigin. Damit kann ich zwei Monster auf Stufe 8 erheben, wenn eines mindestens Stufe 7 ist. Was können wir tun? Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen gesetzt werden, muss erst als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, solange du kein Monster kontrollierst. Und ich kontrolliere kein Monster. Und ich nehme an, ihn kann ich beschwören, sobald ich ein weiteres Photonenmonster auf dem Feld habe. Geil. Also. Direkt hier. Es geht los. Dann können wir doch gleich auch mal eine Karte auf die Hand nehmen. Hat einen Sucheffekt. Zweiter Galaxieaugen auf der Hand. Geil. So, ihn können wir, glaube ich, normal beschwören. Ne? Der verliert ja nur 1000 ATK. Das sollte aber nicht stören. Soll ich es jetzt schon machen oder nicht? Soll ich meine Normalbeschwörung dafür aufgeben? Ich guck mal. Lohnt sich das schon? Ich weiß nicht, ob ich das nachher noch machen kann. Photon- oder Galaxiemonster. Werde ich ein Photonmonster auf dem Feld behalten oder nicht? Ich mache das mal hier. So, ohne Tribut beschwören. Er verliert 1000 ATK. Oh, mein Alarm geht los. Haha, das wollen wir nicht. Mein Wecker. Wir bilden jetzt das Überlagerungsnetzwerk. Zwei Photon-Monster der Stufe 4. Einmal pro Spielzug. Du kannst eins oder zwei Xyz-Material von dieser Karte abhängen. Oh ja, ganz dringend. Den will ich haben. Schaut mal. Genau diesen Photonenbruder wollte ich rufen. Das habe ich in der ganzen Challenge noch nicht geschafft. Das ist ein wundervoller Start. Geilo. Wir aktivieren seinen Effekt und dürfen einen Galaxieaugen-Photonendrachen von der Hand aufs Feld legen. Oder aus dem Deck. Brauchen wir aber nicht. Wir haben zwei auf der Hand. So, wir werfen einen ab. Und rufen ihn. So. Okay, sieht schon ganz anders aus, ne? Richtig krass jetzt. Aber wen nehmen wir jetzt? Ah, ich habe aber den Dings nicht dabei. Dann macht diese Kombo nicht ganz so viel Spaß. Diese Kombo ist nur, um mich vor Zauberkarten zu schützen. Damit können wir anfangen und dem Gegner erstmal die Karten wegnehmen. Das wäre auch sehr sinnvoll. Ja, komm. Das machen wir. Holen wir uns die gegnerischen Monster. Oh, was macht der denn? Was macht... Was? Was? Der darf auch noch? Aber jetzt doch nicht. Ah, ich überlege gerade. Er wäre eher hinderlich, glaube ich, auf dem Feld, oder? Ah, ich weiß es nicht. Gehen wir mal. Wir legen ihn einfach in Verteidigungsposition. Für später. Jetzt nehmen wir aber ein Monster weg, was wir für uns haben wollen. Und wandeln das um. Also bis jetzt läuft es ganz gut. Wenn ich irgendeine Zauberkarte kommt, die mich hindert oder so, richtig geil. So, ihr kennt die Regeln. Direkt angreifen darf nur der Galaxieaugen-Cypher-Drache. Aber Monster angreifen dürfen die anderen beiden auch. Und damit gehen wir in die Kampfphase. Mit ihm kann ich die Karte zerstören, die Harpien-Schwestern. Andersrum wäre es mir lieber gewesen.
Aber so rum halt. Und einmal mit 3000 direkt an die Lebenspunkte. Und ich gebe den Zug ab. Drückt mir die Daumen. Ich habe auch keine Backrow, die zerstört werden kann. Oh, diese ganzen Suchkarten. Okay, okay. Alles gut. Alles gut. Ich bin ja krass OP. Jetzt können wir noch einen aufs Feld rufen. Ah, brauchen wir gar nicht. Müssen wir nicht. Der Drops sollte gelutscht sein. Das war's. Geile Runde einfach. Mega geile Runde. Das war ja mega gut. Das ging aber so schnell. Das lohnt sich ja gar nicht. Leute. Es geht einfach zu schnell. Wie wäre es, wenn wir einfach mal Cyber Finsternis nehmen? Und wir gehen mit dem Cyber Finsternis nochmal rein. Das kann doch nicht sein, dass es so schnell und so einfach ist. Mit Cyber Finsternis gegen die Harpien. Ist natürlich sowieso ein Going Second Deck. Na, heißt das wieder, dass ich die arme KI ausnutze und besiege. Ich übervorteile die arme KI. Zwei Cyberdrachen auf der Starthand. Nicht schlecht. Nicht, und Kraftbündnis. Und oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sehe den Cyber-Enddrachen kommen. Mit doppelter ATK. Da machst du nix. Ah, Cyberharp hier. Schick, schick. Sehr schön. Aber ihr wisst ja, wenn Kraftbündnis durchgeht, habe ich hier den Zwillingsdrachen, der zweimal angreifen kann. Mit doppelten ATK. Ich kann zweimal angreifen, ist das übel. So, du kannst ein anderes Monster abwerfen, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Falls diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Maschinenmonster mit... Aber warum sollte ich den dann auf dem Feld haben wollen? Ich kenne die anderen ja mit der Dings. Der Name dieser Karte wird zu Cyber... Oh, Leute, der Name dieser Karte wird zu Cyberdrache. Das ist ja geil. Boah, die Möglichkeiten, das macht mich ja... Oh, macht mich ganz kirre. Was mache ich denn da? Ist natürlich ein Problem, wenn die Fallenkarte mich am Angreifen hindert, ne? Das killt mich dann in einer Runde. Oh, die Möglichkeiten. Ich kann damit den abwerfen und danach aufs Feld beschwören. Dann habe ich einen Cyberdrachen auf dem Feld, die Karte auf dem Feld, die Karte. Ich habe drei Cyberdrachen und damit habe ich den Cyber-Enddrachen auf dem Feld. Wenn ich Kraftbündnis verwende, ist das krass. Übrigens, das Ding leuchtet, ne? Ah. Oh Mann, natürlich, es leuchtet. Guck dich das mal an, hier. Ich darf natürlich erstmal einen so beschwören. Dann werfen wir ihn ab. So. Und. Und so. Ich könnte natürlich diesen Kraftbündnis, könnte ich jetzt, ne? Ich könnte den Sack zumachen, aber wisst ihr was, da fällt mir gerade was ein, ist viel lustiger. Der Cyberdrache Nova. Oh, da kommt der Kater an. Wir holen den Cyberdrachen Nova. Jetzt haben wir keinen Cyberdrachen im Friedhof, ne, für den Effekt, schade. Zu schade. Cyberdrache Unendlichkeit. Ah, ein Problem habe ich jetzt. Ich habe keinen Cyberdrachen im Friedhof. Ja. Absorbieren wir die Karte einfach.
Warum nicht? Ich kann ihn ja noch normal beschwören, ne? Habe ich noch nie gemacht, aber natürlich können wir das. Warum nicht? Schaut mal. Ganz einfach mit Tributbeschwörung sind wir das schwache Monster losgeworden. Ich hätte ja mit Kraftbündnis sofort angreifen können, aber kommt das doch viel lustiger. Eine Gate auf dem Feld. So muss das. So spielt man sicher. Gut. Das können wir kontern. Ist das nicht schön? Und bekommen einen Cyberdrachen auch direkt auf den Friedhof. Um ihn gleich wieder zu holen. Und Mai wird einfach geblockt. Ja, als wenn wir das bräuchten. Als wenn das nötig wäre. Ja. Nur so zum Spaß. Gönnen wir uns das. Das waren einfach zwei zu gute Hände, muss ich sagen. Die wir hatten. Gegen Mai. Und durch. Tja. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wie machen wir denn weiter. Gönnen wir uns den Spaß beim nächsten Mal auch, mit zwei Decks anzutreten? Mal schauen. So, ich bedanke mich fürs Reinschauen. Macht's gut. Ciao, bye bye. Euer Gonzo.